Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen Samstagabend. Willkommen zurück zu Foundation. Ja, war eine schöne, nette, warme Woche, wa? Ja, also momentan läuft hier auch noch der Ventilator, allerdings auf der niedrigen Stufe. Weil eigentlich war es dann eigentlich soweit okay, so gegen Ende der Woche. Allerdings haben wir heute schon wieder 31 Grad da draußen. Yippee-ayo, ich freue mich. Ich aus vor lauter Verzweiflung singe ich hier schon Weihnachtslieder. Ja. So, Jeffrey Post ist auch wieder da. Und ich habe lange überlegt, ob ich mir das antue und das alles wirklich lese und euch vorlese. Aber da müssen wir jetzt Augen zu und durch. Ne? Was soll's, ne? Hilft ja nichts. Ja, dann habe ich hier Foundation gestartet und da sagt mir dann das Team von wegen, einen Abgleich mit der Cloud können wir leider nicht machen. Ne? Und wenn du jetzt das Spiel startest, kann es sein, dass der Spielstand nicht mehr passt. Ne? Aber ich speichere ja zum Glück nicht nur mit der Cloud, ne? Und habe es dann quasi von der Platte geladen. Scheint alles noch da zu sein. Und alles auch noch groß zu sein, hoffe ich doch mal. Ne? Aber schauen. Schaut gut aus. Ja. Passt alles. Gut, dann kram ich mal unserem Jeffrey sein Repörtchen raus. Wo ist es denn? Wo habe ich es denn? Da habe ich es doch. So, und dann lesen wir mal eine Runde. Ne? So, Foundation Folge 010, weil, ne, ist soweit wieder mal. Die 10. Folge ist schon wieder am Start. Ne, und es dauert schon wieder nicht mehr lange, wenn wir dann schon wieder die 100 erreicht haben. Ne? Weil sobald es hier ein bisschen kühler wird und der Herbst langsam sich da niederlegt, dann wird auch hier die Frequenz wieder ein bisschen mehr steigen. Ne, aber momentan, Kinders, seid mir echt nicht böse. Ne? Ich spiele unheimlich gern für euch. Ne? Kein Thema. Ne, aber ich glaube, nächstes Jahr mache ich im Sommer wirklich einen Monat YouTube-Sommerpause. Ne, weil es, ja. Gut, also sind für die neuen Marktarbeiter noch Wohnplätze bei ihren Arbeitsplätzen frei? Wenn ja, solltest du sie noch umziehen lassen? Gucken wir mal, wo die denn so sind. Nope. Wir haben ja ein Lager da. Schauen wir mal, da ist auch nur einer drin, der Mauger. Der Mauger. So, und dann gucken wir hier rein. Da haben wir auch einen drin, der Trello. So, machen wir wieder zu. Und ansonsten hatte ich ja, glaube ich, doch. Da. Da haben wir noch einen drin, die Dodade. So, und ansonsten haben wir eigentlich nichts hier hinten. Also gucken wir mal, wo wohnt denn die Dorade? Das passt. Okay. Und dann schauen wir mal den Tello an. Passt auch. Wunderbar. Und dann schauen wir mal den Mauger. Der Mauger. Der passt auch. Wunderbar. Also, die Frage ist erledigt. So, raucht das brennende Lagerfeuer nicht auch schon? Dann bräuchte man das brennende und das rauchende Lagerfeuer nicht übereinander platzieren. Kann ich dir gar nicht sagen. Kann ich dir echt nicht sagen. Können wir aber mal ausprobieren. Ne? Ich schnapp mir einfach mal hier und dann lassen wir doch mal ganz kurz, wo sind meine Feuerchen? Da sind meine Feuerchen. Rauchen, brennen. So, gucken wir mal, wenn es nur brennt, wie es da ausschaut. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ne? Also, passt schon. Ne? Dass mir... Oh, jetzt kann ich es nicht mehr anklicken. Sag jetzt nicht, ich kann es doch. Ach. Mann. Lagerfeuer brennend. Warum habe ich jetzt hier nur eins drin? Das ist mir etwas heikel. Warum habe ich hier nur eins drin? Na gut. Brennen, das hauen wir weg. So, dann können wir hier zumachen. Da machen wir mal zu. Das andere ist noch da. Wunderbar. Gut, dann schauen wir mal weiter. Boah, Gott, ey, wie viele Seiten sind denn das? Oh, es bleibt diesmal weiter nicht viel zu sagen, außer dass du mal wieder echt schön gebaut hast. Top.
Danke für die Foundation-Folge, war sehr entspannend diesmal. Wünsche dir und allen anderen ein richtig schönes Wochenende. Lieber Gruß, der Jeff. Ja, da hat er sich mal selber übertroffen, indem er wirklich mal einen kurzen Bericht geschrieben hat. Na, faszinierend. Aber momentan, glaube ich, biete ich wenig Angriffsfläche. Kann das sein? Kann es sein, dass ich sehr wenig Angriffsfläche biete? Weil wenig kommt und ich eigentlich hier nur mit Schönbau irgendwie rumrödel? Ja, kann schon möglich sein, ne? So, dann würde ich sagen, das Tagesgeschäft ruft. Und wir schauen uns jetzt mal ganz entspannt an, was wir denn so als nächstes machen. Wir haben ja quasi hier die Weberei. Ja, die haben wir, also brauchen wir auch noch ein tapferes Schneiderlein. Und da habe ich ja gesagt, möchte ich das ganz gerne hierhin machen. Und jetzt muss ich mal gucken, hat sich hier eigentlich irgendwas getan? Wir haben hier noch 8, wir haben immer noch 50. Okay, wir haben das noch nicht umgezogen, kann das sein? Kann das sein? Hä? Bitte mal, ich habe das schon gemacht. Gucken wir mal. Ne, haben wir nicht gemacht. Gut, dann würde ich sagen... Dann würde ich doch mal sagen, wir packen hier noch Bretter mit rein. Na komm her. Bretterchen. Und hier noch Bretterchen. Und da noch Bretterchen. Und vielleicht noch ein Holz. Oder? Ja, komm. Machen wir das mal so, dann lasse ich... Ah, guck mal hier. Dann haben wir bloß noch 40 hier drin. Ich setze das Ding mal auf Pause. Und lasse das runterrödeln. Jetzt müssen wir nämlich gucken, wie wir das machen hier. So, wir werden uns hier ein Häuslein hinbauen. Ein schönes, so ein bisschen in den Hang hinein, aber nicht zu sehr, ne, weil wir brauchen ja noch Wind. Deswegen würde ich sagen, setzen wir das doch gleich hier so hin, oder? Was habe ich denn eigentlich Neues gekriegt? Was haben wir denn Neues? Ach. Ah ja, okay. Gut, sehr schön. Gut, wir nehmen aber... Mal gucken. Ich möchte schon irgendwie ein bisschen passend haben. Ja, die anderen haben wir ja nur immer dieses Reetdach, oder? Die hier. Lass mal gucken. Leibeigene, machen wir mal hohe Dichte hier rein. Haben ist besser als brauchen. Ja, die passen da irgendwie jetzt hier nicht rein, finde ich. Das schaut komisch aus, oder? Wenn ich jetzt hier so... Warte mal. Obwohl, das könnte nicht schlecht ausschauen. Das könnte gar nicht mal so doof ausschauen. Na, machen wir das doch, oder? Wie kommen die hier eigentlich rein? Haben die überhaupt hier irgendwie so einen Zugang? Haben die gar keinen, ne? Torbogendurchgang, das ist eigentlich nur Deko, oder? Das ist eigentlich nur eine Deko. So, lass mal gucken. Dann hätten wir das Häuschen hier. Und wie schaut denn das von... ich habe... Das ist doof. Das schaut nicht gut aus. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch hier. Aber die anderen sind alle Wahrscheinlichkeit. Ja, das ist... Es würde halt jetzt schon mal zum Lagerhaus da drüben irgendwie ein bisschen passen, oder? Und das wäre mal was anderes. Kann ich hier noch Fenster irgendwo randübeln? Nee. Ich habe hier nur ein Snappoint. Really? Spiel? Das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Und nur ein, nee, zwei Eingänge haben wir, das passt schon. Komm, das bauen wir. Lass uns das bauen. Weil, abreißen können wir immer noch. Ja.
Oh, warte mal, da muss ich aber hier mal den Zaun eliminieren. Zack. Und hier am besten mal hier so erstmal hin. Und dann schauen wir weiter. Okay. Die Holzanlieferungslagerplatz. Den müsste man ja hier irgendwie, ne? Aber hier wird es ein bisschen buckelig, die Piste. Hm. Da wird es dann buckelig und ruckelig. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich lasse mal die Zeit ein bisschen schneller laufen und dann gucken wir uns erstmal an, wie das da insofern gestaltet ist. Gut, aber ich kann schon mal anfangen und kann hier die Schneiderei platzieren. Ja, das geht. Das ginge. Das ginge. Wo ist es jetzt hier? Nahrung, Logistik, Ressourcen, Warenproduktion. Die Schneiderei. So. Da gucken wir, was das für ein Oschi ist. So, dann würde ich das nämlich so machen wollen. Machen wir einen Straßenzugang? Ja, ne? Das soll ja klappen. Da finde ich es echt schade, dass wir hier keine Verkaufsmöglichkeit haben. Ne? Dass man sagen könnte, hier komm, na, der macht hier Straßenverkauf und ist damit richtig, richtig Vollzeit-happy. Aber können wir nicht, ne? Können wir nicht. Kann man nicht. Wenn wir ein bisschen schräger machen, ein bisschen nach hinten versetzt, dann könnte man hier so einen kleinen Vorhof noch platzieren. Das ginge. Das machen wir. Das machen wir. Das ist schön. Das nehme ich. So, und dann sagen wir mal hier bauen. So. Ja. Dann haben wir nämlich eigentlich schon die Produktion abgeschlossen hier von wegen Klamottis. Dann brauchen wir die nicht kaufen. Dafür kaufe ich mir lieber irgendwas anderes, um da irgendwie den Handel ein bisschen voranzutreiben. Ja, das ist eine gute Idee. That's a good idea. So, wir haben hier 30 drin. Das Ding steht auf Pause. Die hole ich noch nicht rüber, bis das Haus fertig ist. Ja, Logistik ist alles, wa? Mit den Schafen geht's gut. Das ist schön. Denen geht's gut. Das ist fein. Ja, doch. Das ist Schnieke. Das ist Schnieke. So, hier schaut auch alles gut aus. Das passt. Der Markt floriert, oder? Dem Markt geht's gut? Geht's dem Markt gut? Ja, Brot stagniert ein bisschen, aber okay. Ist okay. Ist okay. Was machen die Klamotten? Was ist denn hier los? Männchen laufen. Diese Woche wurde nichts verbraucht, okay. Ja, sind wir mal nicht so. Hauptsache, wir haben hier einen Markt. Ja, dass wir die Ecke hier schon mal abgedeckt haben. Was ich mir auch überlegt habe, ob wir hier hinten nicht irgendwo noch so eine kleine Kapelle irgendwie integrieren. Ja, das wäre, glaube ich, noch eine Option, dass die nicht so weit wegen der Kirche latschen müssen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo packt man hier eine kleine Kapelle hin? Ne? Bietet sich förmlich das hier an, ne? Wie schaut es mit meinem Gebieten aus? Schneiderei ist gebaut. Das ist gut. Territorium? Es ist schon wieder eine knappe Nummer, ne? Es ist schon wieder eine knappe Nummer. Wir könnten so eine Felsenkapelle hier. Oder in dem Bereich halt, ne? Gut. Ich blende mir die mal ein. Und dann schauen wir mal weiter. So, hier, das passt. 10 Bretter. Das ist gut. So, was ich hier noch machen möchte, und da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob ich das so hinkriege. Wie ich mir das gerade... Oh, 0. 0 ist gut. 0 ist gut. Dann siedeln wir die mal um, denn...
Alfkill und die und den Fröler. Fröler, Spoiler. Einmal, zweimal. Das passt. Und die Hütte können wir dann eigentlich komplett die Tutti abreißen. So. Das läuft. Da muss ich jetzt dann gucken, dass die mir noch schön umziehen. Die müssen wir umsiedeln. Umsiedli bum 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 bum. Mensch, klappt das? Warte mal. Töre, das brauche ich. So, und die haben hier den runden Stein. Das bedeutet, wir nehmen hier runder Stein. Und wir machen hier die... Machen hier eine Terrasse oder mal... Nee, machen wir mit den modularen Blöcken. So, also gut. Dann packe ich mir mal hier einen hin. In der Hoffnung, dass das einigermaßen hier passt. So, das ginge. Dann noch ein bisschen drehen, damit wir hier in der Flucht sind. So. Okay, wenn ich jetzt hier aneinander setze, was passiert dann? Hallo. Was passiert dann? Könntest du mal aufhören, hier gleich zu snappen? Furchtbar. So, jetzt. Jetzt. Ah, guck mal hin. Guck mal hin. Da geht es mir schon hier. So vielleicht. Ich hätte erst den Block hier setzen sollen und dann die Schneiderei bauen. Weiter kann ich es nicht runtersetzen. Hier, komm. Ist so. Zack. So. Also nochmal. Nochmal das ganze Spiel von vorn. Töre. Probieren geht immer über Studieren. Runder Stein. Modulare Blöcke. Diesen hier. Dann haben wir es hier ungefähr so gehabt. So, und dann setzen wir mal hier oben an. So. So, so ist gut. Und dann quasi. So. Und so. Hier vorne ist doof. Und es wird aller Wahrscheinlichkeit auch doof sein, ja. Dann lassen wir das mal so. Schauen wir mal, ob wir nicht irgendwas Lustiges, Neuartiges hier zustande bringen. So, hier hinten würde ich ganz gerne eine Lagerstätte haben. Das bedeutet, wir werden uns hier noch voll eindecken. Und hier könnte ich so mir vorstellen, so als Abschluss, und dann hier noch eine Treppe hin. Wo ist es? Da. So. Das könnte klappen. Und dann verkleiden wir das Ganze hübschig. Nämlich so und so und so. Tack, tack, tack. Routiniertes Bauen. Tack, tack, tack. Da haben wir es. Da brauchen wir es. Und dann machen wir hier noch die Ecken voll. So, so. Hier würde ich nichts machen, oder? Naja, wegen der Optik halt. So. Wegen der Optik. Sind wir mal nicht so. Juti, dann baue ich das mal. Ihr baut. Und da können wir jetzt eigentlich hergehen und können sagen, okay, hier machen wir dann die Schneidereien. So, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Dann kann man sich das schön hier so hin platzieren. Warte mal, wir machen das so. Erstmal gucken. Muss drehen. Ich muss drehen. So, jetzt.
Diesen hier. Jawohl. Vielleicht noch einen Tacken rüber, dass wir es so haben. So. Jetzt schaut das gut aus. So, jetzt können wir es bauen lassen. Bauen. Und dann huschen wir mal hier wieder rüber. Wie schaut das jetzt aus? Ja, das passt schon. Das schaut irgendwie aus wie so ein kleiner Speicher noch mit dabei. Das passt. Das passt. Passt ganz gut. Ist okay. Kann ich mitnehmen. Gut. Und dann sind die schon da. Ja. Produzieren auch schon fleißig. Das ist gut. Warte mal, dann können wir doch eigentlich gleich gucken, wo wohnen die. Die wohnen mal wieder hier, ne? Das ist klar. So. Wer Alfkill. Da ist der Alfkill, der fliegt raus. Und dann haben wir den Freuler. Boiler. Da ist er doch. Der fliegt hier auch raus. So. Okay, und dann müssten die jetzt eigentlich sich dann da drüben ansiedeln. Habe ich die Hoffnung. Ob so ist, weiß man es. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay, Schneiderei. Nein. Noch nicht, aber bald. Gut. Dann habe ich ja gesagt, möchte ich ganz gerne hier ein bisschen so eine Lagerstätte irgendwie noch unterbringen. Ich würde sagen, wir roden uns mal hier ein bisschen so die Bäume weg. Das heißt, wir nehmen die Aladdin. Da ist er. Und dann nehmen wir mal hier. Nehmen wir lieber mal ein kleineres. Wa? Und dann können wir hier zumindest schon mal ein bisschen freiräumen. Und den lasse ich stehen. Und hier können wir noch ein bisschen. Und hier können wir noch ein bisschen. Und hier können wir noch ein bisschen. So, und der Rest kann stehen bleiben. Bup. Gut. Na, ist doch fein hier. So, da, guck mal hin. Unsere feine Schneiderei. Dibidi-do, dibidi-do, dibidi-do. So. Und hier habe ich doch irgendwo die Aladdin da. Oder lass ich? Ach komm, lass mal. Lass mal. So, und dann hole ich mir mal die Fantasie ran. Eine Runde Fantasie. Mods. Fantasie. So, dann hier so hin. Warte mal, ich kann mal die Zeit wieder ein bisschen runter tickern lassen. Nicht, dass zu viele Dinge hier passieren. Zuerst mal ein bisschen Rasenmäher anschmeißen. Den schmeißt man hier an. Oder nehme ich gleich sowas? Ich nehme gleich sowas. So, dann lassen wir doch hier mal einfach mal so lustig dich das Ganze hier so mal entlang gehen. Dass wir auch ja nirgendwo mehr einen Rasen haben. So, das ist gut. Das ist gut. Warte mal. Na komm, hier machen wir damit. So. Hier hinten haben wir fast nichts. Wie schaut es hier vorne aus? Ja, hier noch. Hier noch auf jeden Fall. So. So, dann haben wir das schön. So. Dann, damit haben wir es doch schön. Gut. Okay, hier hätten wir noch einen Eingang. Da hätte ich jetzt eigentlich... So, warte mal. Zack. Zack. Und dann machen wir uns den Eingang mal hier ein bisschen schöner. Weil die Leute müssen ja irgendwie nicht trampelfahrtmäßig hier durcheiern. So. Das passt. Okay. Hätten wir das auch. So. Schaut doch schon mal ganz nett aus. Wer ist da hinten? Hast du ein Pferd? Klick nichts mit Pferd an. Pech gehabt. So. Wer sich wundert, warum ich nichts mit Pferd anklicke, es besteht die Möglichkeit, der Verdacht. Es ist eine Möglichkeit von vielen, dass wenn man diese Reiter anklickt, dass dadurch dann dieser Schrumpfbug bei der Fantasy-Mod einsetzt und das ganze Zeug schrumpft. Wie gesagt, ist nur eine These, ist nicht bewiesen.
Aber keine Experimente. Ja. So. Tut. Jetzt bin ich am Überlegen. Jetzt bin ich doch da mal im Überlegen. Jetzt bin ich da am Überlegen, wie können wir das noch ein bisschen peppiger machen. Lass mal gucken. Schau mal hier mal bei den Mauern, ob wir da irgendwas ganz Faszinierendes haben. Leute. Ich würde fast sagen, hier arbeiten wir ausschließlich mit Hecke. Und wir nehmen diesmal diese Wappelhecke. Na? Die machen wir hier so hin. Da so hin. Ah, das ist schon wieder nichts. Das ist schon wieder nichts mit dem Wappel hier. Dann lassen wir das Wappeln weg. Nehmen wir doch keine Wappel. Nehmen wir normale Hecke. Nehmen wir die. Nehmen wir die. So. 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 Naja, also ich möchte schon ein bisschen so dieses den natürlichen Charakter und keine Mauer jetzt hier außenrum. Na, das wäre ja Quatsch. Das wäre ja Blödsinn. So. Tada. Tada. So, und hier zeige ich euch gleich, warum ich das jetzt hier mehr oder weniger dann unterteilt habe. Wir werden uns das hier wegnehmen. Oho. Schaut gut aus. So. Jetzt lassen wir hier nochmal reinkicken. Lass mich nochmal kicken. Warum komme ich jetzt? Ach, ich bin da nicht. Ah, jetzt komme ich nicht mehr da dran, oder was? Doch. Puh, Glück gehabt. Glück gehabt. So, jetzt machen wir nämlich das hier weg. Und machen hier. Hatte ich nicht so eine Rampe auch? Ja, hab ich. Warte mal. So, müsste es passen. So. Machen wir hier eine kleine Rampe hin. Bauen. Fertig. Dann kann ich das hier noch ein bisschen rüberziehen. So. Und hier noch ein bisschen rüberziehen. So. Ja. Das ist okay. Das ist okay. Und dann würde ich ganz gerne. Dazu brauche ich dann wieder das hier und zack, zack, zack. So. So ist gut. So ist gut. Ja, so. Das soll dann hier quasi auf den Hauptweg treffen. Und den müssen wir bei Gelegenheit jetzt hier auch gleich mal verbreitern. Dass es einigermaßen schön ausschaut. Ich kann das ja hier nicht so lassen. Aber jetzt bauen wir erstmal das hier. So, dann geht es hier die Kurve rum. Weil ich weiß nicht, habe ich hier... Ach, ich habe hier keine Vierecke. Aber ist ja egal. Können wir ja trotzdem machen. So. Zu weit weg. Willst du mich jetzt veräppeln spielen? Dann machen wir es halt so. So. So, so und so. Und so. Und dann geht es hier schon ein bisschen um die Kurve rum. Zack. So. Und hier so. So. Dass das nicht so diesen Trampelfahrt-Charakter hier hat. Das schaut ja. Geht ja nicht. Ne? Das geht nicht. Das geht nicht. So, hier nur so um die Ecke rum. Mhm. Und dann können wir uns hier mal so dran vorbeischlängeln. So. Und so. Und so. Ah ja. So. Und da wieder so ein bisschen. So und so und so. Das reicht. Das reicht. Jawohl, da haben wir doch hier einen schönen kleinen Dorfcharakter. Okay. Okay.
Was ich jetzt noch machen möchte, ist, ich schnapp mir noch mal eine Fantasie. Nee, halt, stoppt. Aber dich brauche ich ja auch irgendwann, ne? Ich setze ihn mal da rein. Und dann setzen wir einfach mal einen Busch hin, dann habe ich was zum Anklickern und dann ist gut. So, hier so. Ja, oder? Ist ein bisschen arg, ne? Das ist ein bisschen übertrieben. Machen wir so. So, jetzt aber. Okay, wo ist denn meine Fantasie? Da ist meine Fantasie. Das setzen wir mal hier hin. So. Dann würde ich sagen, schade, Standardthema. Schade, dass es hier nicht so einen Mix gibt. Schade. Braunes, schwarzes, graues, weißes. Nimm mal weißes Tuch, dann sticht es mal ein bisschen raus. Dann brauche ich den hier, weil den konnte man ja in der Höhe verschieben, ne? Oder lasse ich den so? Aber der schaut doof aus, ne? Ne, den machen wir so. Den machen wir so. So. Und, kann ich dich verschieben? Ich sehe es doch blitzen. Komm, lass dich verschieben. Ja. Ja, läuft. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Okay. Das ist gut. So, und dann gib mir mal Tuch. So. Dann haben wir hier einen Wagen zu stehen, der gerade entladen wurde. Deswegen habe ich ja auch diese Schräge hier hingesetzt. So. Das ist okay. Und hier hinten machen wir dann quasi... Also müsste ich eigentlich überdachen, ne? Das müsste ich eigentlich überdachen, die ganze Geschichte. Ich baue das mal. Ja, komm, ich baue das mal. So. Dann hätten wir das so. Dann kriegt er seine Lieferung. Wie mache ich das jetzt mit dem Überdachen? Das ist eine gute Frage. Wer bist denn du? Warum stehst denn du da rum? Wer bist du? Weizen für den König. Das klingt nach einem guten Geschäft. Weizen haben wir. Haben wir Weizen? 400. Kriegen wir. Aber ich will einen besseren Handel. So. Dann noch verkaufen. Und dann hätte man da auch mal wieder Weizen geliefert. Das passt. Okay, wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Sprich, Spiel, sprich mit mir. Ich habe eine wilde Idee. Ich habe eine ganz wilde Idee. Ha! Pass mal auf. Wir machen das Ding hier auf. Dann schnappe ich mir das hier. So. Und dann reißen wir das hier weg. Okay. So weit, so gut. Hätte ich vielleicht zwei Brille, aber nee. Und dann gehe ich hier einfach so ein Ding hier rüber. Und zwar so. Einfach nur, weil wir es können. Und dann verkleiden wir mal die Kanten und Ecken. So. Das lasse ich jetzt mal bauen. Und dann werden wir uns mit der Stonegate Mod. Aha. Wooden Green. Da ist Wooden Green. Dann machen wir natürlich Treasury. Und dann. Ich brauche einfach nur so vielleicht. Dran gesetzt. Passt das genau hier rein? Ja. Aha. Mir gefällt das Dach nicht. Nee, mir gefällt das Dach nicht. Machen wir anders. Main Building, aber zu groß. Haben wir das auch in klein?
hier so dran ballern? So vielleicht? Aber da kriege ich ja keine Fenster dran, ne? Schauen wir mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Wenn nicht, nehme ich die andere Mod. Okay, wir brauchen eine Tür. Geht natürlich wieder nichts in die Mitte. Vollkommen klar hier. Und ansonsten schaut das auch relativ klein aus, oder? Aber ist das ja eigentlich nur Deko? Da geht ja sowieso kein Mensch rein. Von daher. Aber Fenster. Oh, ich krieg doch Fenster hin. Ja! Yippie-ya-yo! Hatten wir nicht diese Gitterdinger? Hier, sowas in der Art. Large Window? Hier, so. So. Das ist quasi hier für, keine Ahnung, Goldstoff und Brokat und Samt und Seide. Na, ist das das Lager? So. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Das machen wir da hin. Kriegen wir da oben noch jemand? Einigermaßen was gut ausschaut. Wie schaut es hier aus? Ich glaube, das klappt nicht, oder? Nee, das klappt nicht. Das ist das Dach nicht dafür geeignet. Okay, dann halt kein Dach. Einen Schornstein hin, damit wenigstens ein bisschen was raucht. Ja, das taugt. Das ist noch, das ist okay. Gut. Aber wird jetzt trotzdem nicht grün, ne? Ich glaube, wir müssen die anderen Türen nehmen. Die hier. Ja. Okay. Hast mich überzeugt, Spiel. Gut. Okay. Dann haben wir das. Ja. Dann lasse ich das mal bauen. Dann haben wir das soweit. Ich kann ihn mal wegmachen. Euch brauche ich glaube ich auch nicht mehr. So, jetzt. Kann ich schon mal einen Schluck trinken. Ne? Mhm. Okay, das geht. Das funktioniert soweit. So, und dann hier die ganze Geschichte hier so ein bisschen reinziehen und hier so ein bisschen reinziehen und dann von hier nach da. Und von du gehst mir auch so hin. So. Das sollte passen. Na, ein bisschen noch rüber hier. So, dann schaut doch gut aus. Gut, und warum ich den ganzen Quatsch hier gemacht habe, oh, warte mal. Wir brauchen, genau, einmal den Rasenmäher. Den brauchen wir. Komm. Ne, komm her. Zack. Und dann hier einmal mit dem Rasenmäher durch. So und so und so. So. Bauen. Perfekt. Perfekt. Gut, dann hätten wir das. So, weil jetzt kann ich nämlich das hier anklicken. So. Und kann mir nämlich die Ding holen. Die Überdachungen. Wenn ich sie finde. Da. Da sind sie. Jetzt muss ich bloß gucken, wie snappen die. Die snappen jetzt so. Ja, warum nicht, ne? Ein bisschen Schäps, oder? So. Warte mal, machen wir hier einrasten aus. Und dann probieren wir das mal händisch. Das wird hier einigermaßen gut ausschauen, dass ich hier einigermaßen gerade bin im System. So. Und dann muss ich mal gucken, wie weit kann ich dann. Ich kann bis hier rangehen. Okay. Bisschen hoch, wa?
Weil wenn ich kann es jetzt nicht runterziehen, ich kann es nicht runterziehen. Nimm mal die anderen. Ich bin da flexibel. So. Vielleicht so noch ein bisschen. Und so. Das ist jetzt nicht hundertprozentig, aber es ist hundertprozentig. Fast. Fast hundertprozentig. So, und dann kann ich doch das hier, wenn ich das hier wieder auf Anklickern mache, snappt er sowieso nicht, weil es ihm egal ist. Vollkommen egal. Oh, ja, ja, Augenmaß hier. So, und dann hätte man das nämlich auf diese Art und Weise gelöst. Und jetzt ist die Frage, wenn ich das jetzt hier nehme, dann steht mir das unfassbar hoch. Okay, wenn ich das hier nehme, dann komme ich hier raus. Aber ist ja wurscht. Wir probieren es aus. Probieren geht aber studieren. Oder wie war das? Versuch mal klug. So, und dann lassen wir das nämlich hier rüberlaufen. Und dann hätten die hier schon mal ein bisschen geschützter. Und dann machen wir... Ah, das langt mir jetzt hier hinten raus. Aber das kann ich ja mit den Büschen, glaube ich, ein bisschen kaschieren. Das müsste funktionieren. Wenn wir jetzt hier noch einen nehmen und setzen uns hier noch einen hin. So. Dann haben die ein bisschen Unterstellmöglichkeit, ne? Okay. Dann haue ich hier mal ein bisschen Holz drauf. So und so. Und so. Oder machen wir nicht Holz, sondern... Warte mal, ich habe eine ganz verrückte Idee. Okay, wir machen das hier zu. Und dann haben wir doch garantiert Sachen, die da drauf passen, oder? Sowas zum Beispiel. Kann ich die zumachen seitlich? Habe ich da irgendwas? Habe ich da irgendwas, was zum Zumachen geeignet ist? Wie schaut es aus, wenn es nicht so ist? Ist dann ja wurscht. Okay, dann nehmen wir doch das hier und machen das... Ah, komm. Nee, das lasse ich. Das lasse ich. Und wir drehen uns die Geschichte so rum und machen das so hier hin. Ja... Das könnte klappen. Das könnte klappen. Ja. So. Und dann hatte ich doch die Dinger hier. Und die können wir doch jetzt ganz entspannt hier so hinmachen. Habe ich das jetzt hingemacht? Ja. Das lasse ich offen. Dafür machen wir das dann einmal hier hin. Hallo? Hier hin und einmal hier hin. So. Und dann vielleicht hier auch noch. So. Und dann vielleicht hier auch noch. Dann passt das. Dann passt das. Gut. Ich lasse das mal bauen. Komm, ihr baut, Kinders. Weil wir haben ja noch die andere Mod, wo ich ja quasi Türen frei irgendwie platzieren kann, ohne Sinn und Verstand. Aber die schauen dann wenigstens gut aus. Dann hätte ich gesagt, mache ich mir hier oben noch eine kleine Tür hin und dann entladen die das quasi ins Dach rein. Ja, das ist gut. Das ist gut. So, und hier haben wir ja einen gemeinen Sitzen, ne? Und hier haben wir Platz. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir den gemeinen die Möglichkeit geben. Was nehme ich denn dafür einen Harmus? Nehmen wir da schon irgendwie was Städtisches? Nehmen wir da mal was Städtisches oder kicke ich mal wieder bei Res vorbei? Kick mal hier vorbei. So. Okay. Wir brauchen ein Citizen House. Und was haben wir denn zur Auswahl? Was gut passen könnte, ist eigentlich... Teil hier. So vielleicht. Wenn das hier so hinsetzt.
sieht doch ganz nett, oder? Nein, macht sich nicht nett. Macht sich nicht nett. Das wissen wir doch. Da, 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 da. Hier snappt es wieder. Hier snappt es wieder nicht hoch. Warum auch immer. Das könnte von der Höhe her passen. Und das setzen wir uns quasi hier so an. Hier so. Wo vielleicht? Wir schauen das aus, wenn man das hier so rausgucken lässt. Geht es bis runter? Ich mag das immer, wenn es ein bisschen drüber steht. Ja, da kann ich ja Büsche vorsetzen, wenn es nicht ganz, ganz passt, aber es schaut schon passend aus. Dann drehen wir das noch ein bisschen. So. So, 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 so. So machen wir das. Kriegen wir doch schon langsam hier mal einen schönen Stadtcharakter. So, und dann habe ich doch... Habe ich nicht? Kann ich nicht? Darf ich nicht? Keine Fenster? Kann ich die nehmen? Snappen die dann an? Das ist ja doof. Die haben ja hier nur ne, die kümmerlichen kleinen Fensterchen hier. Komm weg. Komm weg. Mach mal lieber selber. Dann machen wir es doch lieber selber. Lass mal das hier ein bisschen drüber stehen. So. So. So vielleicht. So, und lass mal gucken, gleich wegen der Tür. Lass mal wegen der Türe gucken. Jetzt ist die wieder so hoch. Oh, ich krieg die Krise. Aber eigentlich müsste die doch, die müsste ein Tacken kleiner sein, die Tür. Wie ist denn das eigentlich, wenn man das jetzt hier so hinsteckt? So, und macht dann, da verändert sich nichts. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Was ist hier? Random? Eine Random-Geschichte. Wie schaut die aus? Da schwebt aber was in der Luft, wa? Aber, das könnte man jetzt hier so... Ich setze das mal, dann gucken wir mal. Nee, der verschluckt mir da unten die Bank. Und da ist... Da, nee. da, nee. Nee, da nicht. Was ist hiermit? Was ist denn hiermit? Spiel. Ist da keine fertige Tür dran? Ist mir jetzt veräppeln? Hallo? Da wäre eine Tür, aber der snappt wieder nicht hoch. Ey, irgendwas ist doch immer, oder? Hier ist die Tür zu hoch, okay. Das macht er nicht so, wenn ich das... Hä? Ach, Kinders. Ich will da nur ein Haus draufsetzen. Ich will hier keine Raketenwissenschaft machen. Das ist mir zu groß. Würde aber mit der Tür passen. Was ist mit dir? Das würde passen. Wenn wir das hier so hin töpfern. So. Warte mal, ich will hier noch ein bisschen Heckenzeug außen rum setzen. Dann machen wir es lieber mal hier ein bisschen so. So. Damit könnte ich mich anfreunden. Das ginge. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wie das mit der Treppe ist. Müsste man quasi das und das wegnehmen. Und dann hier die Treppe dran setzen. Und dann geht die mir aber schon wieder viel zu... Ach, ist doch... Irgendwas ist doch immer. Okay. Das geht bis dahinter, das ist Quatsch.
Okay, wir lassen es mit dem Haus hier sein. Wir lassen es mit dem... Das ist... Nee, das... Das bringt mir so nichts. Das ist nicht schön. Mit den Dingern lassen wir uns ein bisschen was anderes einfallen. Das ist Quatsch. Okay. Obwohl, warte mal, ich könnte doch dann hier. Hier ging's. Hier wird's gehen. Nee, 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 nee. Da. So. So. Wooden Green. Und dann machen wir hier ein Citizen House hin. Wo sind wir denn? Haus Level 2. Da. So. Und jetzt kann ich mir... Nehmen wir hier so Fertighäusle. Wie schaut das aus? Ah, es ist riesig. Riesig, aber auch schön. Ne? Wenn es hier so ein bisschen so im Wald drin steckt. Lass mal von der Ferne gucken. Ah, nee. Nö, Spiel. Das ist Quatsch. Oh, Blödsinn. Blödsinn. Schon eher. Aber ein bisschen kleiner. Das ist wieder hier die auch. Guck mal. Das ist gut. Das mag ich. Kriegen die hier ein bisschen so ein kleines Waldstück hier. Sind nah bei ihrer Schneiderei. Und das passt dann. Komm her. Komm. So. Jo. So kriege ich. Ja, so mag ich das. Gut, dann gucken wir mal, was wir hier für ein bisschen Quatsch machen können. Da oben. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Das ist mir zu wenig. Machen wir lieber sowas dahin. So. Und dann normales Fenster. Wie schaut es damit aus? Oder ich könnte eigentlich nochmal hier so ein Ding hinmachen. Das passt. Das passt. Wibu. Und hier, wie schaut es da aus? Wie Quatsch. Aber hier hinten, oder? Ja. Das ist okay. So ist das doch wunderschön. La 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 la. Oh, sorry. Entschuldigung. So. Ja, das passt jetzt hier. Ach ja, Spiel. Die Dinge. Ja, komm, das kann das. Okay, das kann ich so anschauen. Du steckst jetzt wieder irgendwie hier. Jetzt. Ja. Das ist gut. Du bist gut. Du bist gut. Alles gut. Und dann noch natürlich muss die ganze Geschichte ja noch ein bisschen mit qualmen. So. Und dann würde ich sagen, reicht uns das doch, oder? Man kann eine Raketenwissenschaft hier. So. Bauen. Please. Please bau. So, wie schaut es hier aus? Da fehlen noch die Geländer. Aber ich finde es gar nicht so schlecht. Das ist okay. Ist mal wieder ein bisschen was anderes. Ne? Nicht immer das Gleiche. Was mir gerade nicht so gefällt, ist, dass das hier irgendwie ein bisschen so... Aber ich glaube, da können wir drüber wegschauen, oder? Da können wir, glaube ich, drüber wegschauen. Das sollte gehen. Okay, dann haue ich mal die Zeit wieder hoch, dass sich da was rührt. Und dann schauen wir ihm mal ein bisschen beim Bauen zu.
Dann guck mal hin. Fehlt mir jetzt nur ein Geländer noch. Und dann ist er da oben eigentlich im Prinzip soweit fertig. Ich habe doch da ein Geländer hingebaut, oder? Ja, bin mir sicher, ich habe da eins hingebaut. Ja. So, guck mal. Na? Sehr nice. Okay, und jetzt dann hier noch diesen hier. Was nehme ich denn da für ein Türchen? Was nehme ich denn? Sowas? Oh. Kann ich das überhaupt in der Höhe verstellen? Ja. Oh. Ach, irgendwas ist doch. Es ist einfach. Nicht schön. So, nimm mal das hier. Die werden zu groß. Die sind unter Garantie zu groß. Jo. Ich brauche Holz. Da. Dann machen wir das doch so, oder? So, kann ich das jetzt irgendwie verschieben? Ja. So. Dann dübeln wir uns das hier einmal hin. Und dann hier einmal runter gezupft. Bis hier hin. So. Ah. Ich mach's mal so. Ja. So, und jetzt muss ich dich. Boah, jetzt muss ich dich ein bisschen hier nach vorne ziehen. So. Ja. Das ist gut. Das lass mal. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Warte mal, bevor ich jetzt hier irgendwas mache. Können wir die in der Höhe, ja, so, einmal in der Höhe, dann hier so rüber, ich muss bloß gucken, wo ich bin, wo bin ich denn? Hier bin ich, okay, nee, ich wollte dich jetzt eigentlich, ach komm, mach hier nicht rum, ich will dich nur, danke, ich will dich nur einfach mal hier absetzen. So. Das ist okay, oder? Vielleicht ein bisschen drehen? Ich möchte mein Glück nicht herausfordern, aber wir könnten das hier drehen. Von der Höhe. Ich habe Angst, dass jetzt. Ich wusste, dass es wieder hochspringt. So. Okay, ich baue. Ja, prima. Ja. So ist das prima. Dann lagert der, die das, dann da oben quasi den Stoffvorrat. Und den besonderen Brokat samt, und weiß der alle, knitterfreien Stoff und so, das kommt alles hier hin. Ja. Ja. Das wird. Das wird. Und dann hat es da das Häuschen. Das ist prima. Das ist prima. Das nehmen wir so. Das ist ideal. Ideal. So, und dich wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich dich. So. Und dann können wir nämlich jetzt hier noch als letzte Amtshandlung für heute das hier noch ein bisschen so. Ja. Wisst schon. Poppische. Einfach Poppische. So. Dass es ein bisschen hübscher ausschaut. Genauso wie hier. Das ist alles ein bisschen zugewachsen. So. Und hier noch einen hin. Und
da noch einen hin. So. Dann passt das. Das passt. Das passt. Hier hinten ist alles zugewuchert. Ja, mit riesigen Ömmeln. So. So. Schaut da keiner raus. Ja. Da schaut doch keiner raus. So. Gut. Bauen. Perfekt. Perfekt. Oh Gott, haben wir eine coole Schneiderei. Haben wir uns eine schöne, coole Schneiderei gebaut. Perfekt. Perfekt. Doch, gefällt mir. Das gefällt mir. Das schaut gut aus. So. Gut, Kinders. Dann mache ich jetzt mal hier die Pause. Na, weil die Stunde ist schon wieder rum. Und ja, da bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Samstagabend. Egal, was ihr macht, ob ihr schwitzt, ob ihr Party macht, ob ihr einfach nur auf dem Sofa rumliegt. Na, ich wünsche euch das Beste. So, dann könnt ihr noch ein bisschen ein Abo dalassen, dann könnt ihr noch einen Daumen nach oben abgeben, wenn euch der Quatsch hier gefallen hat. Ne? Da würde ich mich riesig drüber freuen. Und ansonsten sehen wir uns morgen bei der Sonntagsfolge wieder. Na, so machen wir's. Also, Kinders, ich wünsche euch was. Bis dahin. Tschüss. Oh, nee, stopp, halt. Moment. 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 So, jetzt habt ihr ein schönes Bild. Und ich ein schönes Thumbnail. Also gut, Kinders, ich wünsche euch was. Bis dahin. Tschüss.